Das schlechte Wetter im Vorjahr hat dem Genusswettstreit Most trifft Wein einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun folgt Auflage Nummer 3 in diesem Jahr. Schönen guten Morgen. Wir haben uns beim Bernhard Datzberger, beim Seppelbauer, eingefunden, weil wir am 31. August wieder unser Most trifft Wein am Stetten Hauptplatz machen wollen. Danke für die Möglichkeit, in deiner wunderbaren Ambiente dieses Format, diese Veranstaltung ein bisschen zu bewerben. Mittlerweile zum dritten Mal. Wir hoffen natürlich dieses Jahr auf Wetterglück. Das war uns ja im vorigen Jahr nicht ganz so hold, aber nachdem wir dann alles auch brav austrinken werden, wird das mit Sicherheit funktionieren. Das Format ist eine Kooperation der Bezirkspartei mit der Stadtpartei. Der Dieter ist ja natürlich auch da. Ja, und wir wollen natürlich jetzt schon alle recht herzlich dazu einladen. Es ist wieder ein friedlicher Wettstreit zwischen Most und Wein. Deshalb freut es mich auch, dass das stärkt, weil der Gilli da ist, der so ein bisschen den Wein vertritt. Und der Bernhard, der vertritt so ein bisschen den Most. Und die Frage, die natürlich im Raum steht, trinkt ihr beide jetzt Most oder trinkt ihr Wein? Beides, glaube ich. Wichtig ist, dass Getränk Spaß macht und bei der Qualität, die sowohl der Most in unserer Region zutage legt, als auch der Wein, war schade, wenn man es davor auslässt. Also die Produkte sind dermaßen hochwertig und zum Genießen, dass ich jedem nur empfehlen kann, dass am 31. vorbeischaut und das wunderbare Portfolio mal durchkostet. Ich bin ein Weintrinker und bin ein Liebhaber, das muss ich schon dazu sagen, das wissen alle. Also ich trinke sehr gerne hochwertige Weine, aber vorwiegend österreichische Weine. Und habe auch viele Freunde, die was Kollegen sind, also Weinbauern sind. Aber der Fokus ist natürlich der Most. Nicht? Der Most ist eine Liebe von unserem Betrieb, von den Mostbarone, die was wirklich die besten Produkte jetzt produzieren. Da haben auch die Gourmet-Moste, sind dort vertreten. Es sind auch andere Mostbarone dort vor Ort, die was dort ausschenken, die Gourmet-Moste. Und die Betriebe hat jeder selber seinen eigenen Most und die werden dort ausgeschenkt. Und natürlich immer neu, immer die frischen, fruchtigen Moste, das passt perfekt. Wir machen es zum dritten Mal. Was zeichnet deiner Meinung nach den Amstetten Hauptplatz aus für dieses Format? Amstetten ist bekannt als Verkehrsknotenpunkt, ist bekannt als Stadt, wo Arbeitsplätze sind, Industrie ist, Gott sei Dank, ist bekannt, wo viele Menschen wohnen, auch in den Ortsteilen. Und ich glaube, dann ist es gescheit, wenn man hier auch solche Veranstaltungen macht. Veranstaltungen, wo Menschen zusammenkommen, wo verschiedene Geschmäcker zusammenkommen, wo Most und Wein zusammenkommt und wo man einfach miteinander einen netten Abend verbringen kann. Und das ist mir so wichtig, dass die Menschen miteinander reden, ein kurzes Glas Most haben, ein kurzes Glas Wein haben, nette Begleitung mithaben, treffen und natürlich, wenn dann die Mostkönigin auch noch bei uns sein wird, dann ist das, glaube ich, etwas ganz, ganz Besonderes, was in einem Städten nicht mehr fehlen soll. Gutes Stichwort, Dieter. Wir freuen uns ja sehr, dass quasi auch königliche Hoheiten bei Most trifft Wein da sein werden. Ja, genau. Welche Aufgabe hat man denn als Mostkönigin eigentlich? Als Mostkönigin darf man die Mostproduzenten, die Most selber repräsentieren. Man darf ihn in der Öffentlichkeit den Leuten näher bringen und vor allem die Kultur des Mostviertels vertreten. Das ist eine große Ehre für uns. Wie wird man eigentlich Mostkönigin? Ja, als Mostkönigin darf man sich selbst mal präsentieren. Man hat so eine kleine Vorstellungsrunde, wo man vor einer gewissen Jury sitzt und dann werden dann Aufgaben gestellt und man hat halt gewisse Fragen, die man beantworten muss und dann gibt es einen schriftlichen Test und dann durch die Punkte, was dann rauskommt, dann wird man eben Mostkönigin oder Mostkönigin Stellvertreterin. Die Vorbereitungen für Most trifft Wein laufen auf Hochtouren, die Produktion an flüssigem Genuss ebenso. Interessant ist auch für den Mostbauern, dass man Eismoste macht, Eisbirne, aus gefrorenen Saft wieder Most produziert, das hochprozentiger ist mit Restzucker. Das ist eine ganz neue Geschichte, das ist im Weingesetz, wird das jetzt verankert. Und das ist Cider-Geschichte mit Holunderblüten oder mit Hopfen-Cider. Also das wird gesetzlich auch jetzt verankert. Das wird in den nächsten paar Monaten passieren, bis es dorthin wird schon sein. Aber es gibt sicher neue Produkte wie Cocktails zum Probieren auch diesen Fest. Und ich auf das freue mich sehr, dass die Jugend was Neues macht und das Alte eingebunden mit Tradition, mit Most und Wein. Also, und das passt und die Königinnen sind da dabei und die sagen uns dann, wo es lang geht. Most trifft Wein am 31. August am Amstettner Hauptplatz.